Es ist ein normaler Montagmittag im Mai im Radiostudio Zürich. Der Manu und der Büssi sind auf Sendung. Oder tun einmal so. Ich spiele, glaube ich, noch einen. Ja, oder mach doch gerade zwei. Stefan, Manu, der Chef wird euch sehen. Meine Herren, jetzt ist fertig lustig. Jetzt geht ihr zweimal aus dem Radiostudio raus und arbeitet mal richtig. Ein Großteil unserer Fußball-Nazi hat seine Wurzeln auf dem Balkan. Und ihr werdet richtige Pionierarbeit leisten. Ich will, dass ihr arbeitet, was noch kein Journalist geschafft hat. Ich will ein Interview mit der Tante von Sherdan Shakiri. Schaut mal da. Berami, Cemaili, Shakiri, Shaka, Drmic, Gavranovic, Mehmedi, Seferovic und sogar der Trainer, der Petkovic. Wo haben Sie die da? Finger weg! Unsere Fußballstars haben ihre Wurzeln auf dem Balkan. Ich will, dass ihr zwei gründet runterfahren, herausfinden, wo die herkommen, wo sie in die Schule sind, was für Mineralwasser das trinken, was für Musik das sie hören, was für Filme das sie schauen und vor allem, warum die so gut können shooten. Büssi! Ich weiss, Fußball interessiert dich nicht. Ja, genau. Aber das interessiert mich nicht. Bei uns leben viele Leute aus Ex-Jugoslawien und jetzt wird es Zeit, dass wir vom SRF mal etwas für diese Leute machen. Das ist wahre Servicepublik. Noch Fragen? Also ab! Und viel Glück! Balkan. I'm gonna find them all. Sagen wir auf den Balkan? Im Balkan? Zum Balkan? Ganz korrekt, wahrscheinlich gehen wir Balkan. Gehen wir Balkan! So, erster Zoll, bist du eigentlich nervös beim Zoll? Immer, ja. Mit der Kameracrew sind der Manu und der Büssi über Funk verbunden. Wir fahren jetzt durch den Zoll. Ich bin bei Zoll immer so leicht nervös, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe irgendetwas falsch gemacht oder sie können mich verhaften. Manu! Ja? Kannst du noch lang? Die Fahrt geht über München, Salzburg auf Slowenien bis in die Hauptstadt von Kroatien, Zagreb. Alles in allem über 800 Kilometer. Meine Verlobte hat mir vorher schon geschrieben, sie vermisse mich und es ist erst 2 Stunden her. Das ist herzig. Ich sehe auch schon ein bisschen. Ja, ja. Aber ich habe natürlich den Manu, das macht es ein bisschen einfacher. Büssi, wo ist deine Verlobte? Da, sie kommt. Nein. Nein. Hallo, Manu. Ja. Wie geht es dir so? Scheiße. Ja, sie freut sich nicht so fest, dass ich jetzt 2 Wochen weg bin. Nein, es ist wirklich blöd. Wirklich. Ja. Also, wir sind, glaube ich, noch nie 2 Wochen getrennt gewesen. Noch nie? Nein, ich glaube es nicht. Nein. Ja. Der Manu muss mich jetzt ganz zurückbringen, gell? Ja, sonst. Meine grösste Herausforderung ist jetzt das erste Mal mit ihm noch mal 7 Stunden Autofahren überleben. Ankommen. Wann sind wir dort? Noch lange mit. Und nachher ist es eigentlich schon geschafft. Dann, schon? Ja, dann ist es eigentlich wie gelaufen. Geht's noch lang? Yep. Das wird meine Herausforderung sein. Neben dir Auto zu fahren. Er hat schon etwa 3 Mal gesagt, Achtung, der bremst. Eine
fahr dem nicht so nahe auf. So schlecht ist der Manu jetzt gar nicht gefahren. Ich musste wirklich eigentlich gar nicht etwas sagen. Innen Spiegel, außen Spiegel, sagt er etwas? Er fährt jetzt nicht so sicher. Er schnurrt die ganze Zeit rein. Blinken hat er noch nie gesehen in seinem Leben. Du bist zu nah, du bist zu schnell, du bist zu langsam. Es ist zu heiß im Auto. Das ist schlimmer als meine Mutter. Nicht können fahren ist das eine. Aber dann gleichzeitig noch Red Bull trinken und die grusigen Bifi in den Kopf quatschen. Das ist so grusig. Stinkt für das ganze Auto? Er sagt zwar immer, stinke wegen meinem Energydrink so im Auto, aber es sind seine Gummibärli. Ich schwöre 100%. Also, allein auf der Fahrt her, 5 Pack Gummibärli gegessen. Allein. Ich habe keins überkommen. Keins überkommen. Wie viel von diesen Gummibärli kannst du eigentlich fressen den ganzen Tag? Hä? Du willst es nicht herausfinden. Ich gerne nicht wissen, was bei dir am Abend abgeht auf dem WC, wenn du den ganzen Tag so Zeug frisst. Nach einer epischen Fahrt voll von ungesunden Snacks sind die zwei heil am Zoll von Kroatien. Grenze, Balkan! Das immer. Nach endloser Fahrt. Das Ziel ist das Stadion von Dinamo Zagreb, zmitzt in der Stadt. Das Stadion Maximir ist das grösste im Land. Über 35'000 Zuschauer finden hier Platz. 2011 ist es teilweise renoviert worden, auch wenn es nicht wirklich nach Neuerung aussieht. Am Fußballfan Manu ist das gleich. Oh, so cool, Mann. Wenn ich das Stadion sehe, ist einfach etwas vom Geilsten, was es gibt. Ich träge du könntest in einem Stadion leben, gell? Total. Problemlos. Ja, der Gemaili hat in Bolton eine Wohnung gehabt. Ein Zimmer im Stadion. Im Stadion? Das ist ein guter Arbeitsweg. Ja. Grüezi miteinander, Manuel Rotmann und ich, wir sind in Zagreb. Das hier ist Stadion von Dinamo Zagreb. Jawohl, wir sind auf einer kleinen Tour und zwar besuchen wir die Balkanländer und suchen die Wurzeln von der Schweizer Nationalmannschaft zu spielen. So, danke. Der Gavranovic, der spielt doch in Kroatien bei Dinamo Zagreb, oder nicht? Ich will, dass ihr ein wunderschönes Foto macht, wie du, Manu, gegen den Büssi im Stadion einen Penalty versenkst. Was? Für das neumodische Insta-Book, oder wie das heisst. Ja, Neuo Gavranovic ist klar. Selbst mir, der jetzt nicht so der Experten ist wie der Manu, völliger Begriff, ist unser Nazi-Spieler. Und freue mich sehr, ihn zu treffen und ihn vor allem auch so ein bisschen zum Leben hier zu befragen. Ja. Ja, er kommt jetzt gerade aus der Tür raus. Das ist das Spielerhotel. Danke vielmals. Die haben das Spielerhotel, die sind immer das zweite mit einem Zimmer drin. Und die übernachtet jede Nacht vor dem Match übernachtet die da, also die sind nicht zuhause. Warum weiß ich nicht? Kein Seich vor dem Match, weißt? Sind sie nicht auspowered? Der Mario Gavranovic ist 28 und Stürmer bei der Schweizer Nazi. Obwohl er im Tessin aufgewachsen ist, redet er gut Deutsch. Hallo Mario. Ciao. Manuel. Hi. Stefan. Ciao. Ciao. Wie geht's dir? Gut. Gut. Sehr gut. Danke, dass wir vorbeikommen dürfen. Kein Problem. Der Mario Gavranovic spielt erst seit Januar für Dinamo Zagreb. Vorher hat er 2 Jahre lang beim kroatischen Erstligaverein Rijeka geschuttet. Wie war das, als du von Rijeka hier hingewechselt bist? War das von Anfang an kein Problem für die Fans? Weil du hast ja auch gegen Dinamo Tore geschossen, als du bei Rijeka gespielt hast. Ja, dort haben die das nicht so gut genommen in Rijeka. Deswegen habe ich ein bisschen jetzt, ja. Dort Probleme, aber ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Hattest du schon ein Auswärtsspiel in Rijeka? Ja. Und wie war das? Die haben mich ausgepfiffen, das ganze Spiel. Alle möglichen Beleidigungen habe ich gehört, aber sobald das Spiel angefangen ist, ich war konzentriert auf mein Spiel, habe auch Tor gemacht. Der Mario Gavranovic hat seine Karriere beim FC Lugano gestartet. Jetzt ist er beim grossen Traditionsverein Dinamo Zagreb angekommen. X-facher kroatischer Meister. In der neuen Mannschaft ist er schon gut integriert.
Man sieht auch, du hast ja deine Schweizer Wurzel nicht vergessen. Hier hängt sogar noch eine kleine Schweizer Flagge. Ja, ist das manchmal auch Thema hier? Ja, wir reden immer wieder über Nationalitäten und so. Und ja, ich sage stolz hier in der Kabine, dass ich Schweizer bin. Und du hast auch in der Schweiz gelebt und gespielt, in Zürich unter anderem. Wenn du das jetzt vergleichst, so Zürich und Zagreb, was sind so die größten Unterschiede? Es ist schwierig, die Schweiz zu vergleichen mit Kroatien oder mit jedem anderen Land, weil Schweiz ist für mich ein perfektes Land, man hat alles. So, ich werde mit Sicherheit nach der Karriere in der Schweiz wieder leben. Also ich als GC-Fan könnte dir sagen, wir können vorne noch jemanden brauchen, falls du Zeit hättest. Nochmal so ein Wechsel von Rijeka zu Zagreb und dann von, du warst mal bei Zürich und dann bei GC. Ja, zum Beispiel. Wenn ich zwischen GC und FCZ entscheiden kann, werde ich immer wieder vor FCZ spielen. Gut, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Nein, nein, nein. Samax, auch wieder. Weil er ein Schisshass ist und er keine Ausrede mehr hat, habe ich ihm schon mal die Goalie-Händchen gekauft. Ja, von 10 Schüssen, alle 10 sind drin. Nein, ein bisschen. Keine Chance. Nein! Hätten K. Wir hätten auch können so einen Verkehrstöckel ins Goal stellen. Es hätte etwa gleich viel Bälle gehabt. Das ist ein Double, ich habe antizipiert. Du hast dich einfach nicht bewegt. Ich habe mich antizipiert. Also falsch. Hast du gemeint, wir schiessen nicht mit Mitte? Schau, nur weil du Fußballer bist und nicht verstehst, was antizipiert heisst, musst du jetzt nicht auffällig werden. So. Ja, gut, also ich bin auch ein Freund. Oder? Der eine oder andere wäre natürlich haltbar gewesen, aber ich wollte ihn jetzt nicht blamieren vor Mari und habe gefunden, komm. Bewege ich mich lieber gerne. Er macht es dann schon selber. Er versaut es schon selber. Und was leider stimmt. Genau das ist getroffen. Mach ein bisschen. Ich hab's gewusst! Es hat jetzt mega Spass gemacht, ernsthaft. Sehr, ja. Also, wirklich, ich meine, man steht jetzt selten gegen einen Nazi-Star im Goal, klar. Ich behaupte, er hat nicht ganz alles gegeben. Ich glaube, er hat nicht ganz so fest geschossen, wie er könnte. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Wir haben ihm auch gesagt, wir sind der erste Tag jetzt da. Er kann dich nicht kaputt schiessen. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Reis vor uns. Ja, es ist so. Als Tipp hat Mario Gavranovic noch die Altstadt von Zagreb erwähnt. Der Büssi und der Manu tauchen hier auf ihre Art ein. Ich glaube, geschafft ist ein gutes Wort. Geschafft ist, echt ein gutes Wort. Wir haben es geschafft und wir sind geschafft. Es war ein extrem langer Tag. Ich habe meiner Verlobten angerufen und gesagt, du, das Zagreb, ich glaube, das würde ihr auch noch gefallen. Weil es, ist wirklich, es hat so unglaublich schöne alte Gebäude. Man merkt, es ist viel History in all diesen Mauern drin. Eine riesige Geschichte Stadt und viele schöne Menschen. Ja. Endlich sind wir nicht mehr allein. Ein neuer Tag, weiter geht's. Gestern ist aber noch etwas vergessen gegangen. So, wir arbeiten unsere To-Do-Liste in Form von dem Album ab. Also Mario Gavranovic haben wir gestern erledigt. Den haben wir gestern getroffen, ja. Genau, und heute geht's weiter mit dem Haris Seferovic. Also nicht mit ihm direkt, sondern mit Bekannten von ihm in Sanski Most. In Bosnien. Den gehen wir jetzt alle. Der Haris Seferovic ist 26 und Stürmer bei der Schweizer Nazi. Sein Club ist Benfica Lissabon. Nimm die Sonnenbrille ab, ist unanständig. Nein, ich sehe einfach sehr cool aus. Gell, es ist jetzt voll unanständig. Das
Danski Most ist nur gerade 130 km von Zagreb weg. Das Städtli liegt in Bosnien-Herzegowina. Oh, jetzt ist das Ganze. Ich bin so müde, dass ich es mega lustig finde. Bist du voll müde jetzt? Ja, genug müde. Ja. Gibt es ein Käfchen nachher? Ein lecker Käfchen. Lecker Käfchen. Lecker Käfchen. Trinken wir lecker Käfchen. Es sieht etwas aus wie bei uns im Schweizer Mittelland. Aber irgendwie gleich nicht ganz. Jetzt kommt Real Life Balkan. Ich bin dort wirklich so ein typischer Schweizer. Weißt, ich weiss, dass es diese Länder gibt, aber ich habe so das Gefühl, ja, das ist ja eh alles das Gleiche. Obwohl ich weiss, dass es nicht so ist. Ja, logisch. Ja, das ist bei mir ähnlich. Das ist eigentlich auch ein bisschen peinlich, aber ja. In der Schweiz ist Haris Seferovic bekannt als der Mann aus Sursee. Seine Wurzeln sind aber hier, in der Umgebung von Sanski Most. Jetzt kannst du alles dieser Straße, nach vorne dann links. Und dann sind wir nachher schon fast bei dieser Schule, wo der Haris Seferovic die Bühne gespendet hat. Ah, genau, dort diesen Bell. Genau. Der kommt von da irgendwo. Scheinbar, ja. Muss da aus der Region sein. Sieht schon etwas anders aus als Zursee. Das ist jetzt wirklich der tiefste Balkan. Ne? Ja, so habe ich es mir vorgestellt. So habe ich es mir vorgestellt. So, und jetzt müssen es dann da noch gerade auf der linken Seite sein. Eigentlich. Wie gut ist dein Bosnisch? Mein Bosnisch ist nicht gut. You speak English? No? No one? Oh, das ist jetzt schlecht. Bit German? Ein bisschen, ah, sehr gut. Deutsch ein bisschen. Ah, sehr super. Gut. Ah, viel einfacher. Sehr gut. Wir sind hier, weil wir würden gerne mit jemandem von der Schule sprechen. Ist jemand hier, ein Chef, nein, ein Lehrer? Nein. Gar niemand? Arbeiten bis 3 Uhr. Ah, bis 3 Uhr, okay, alles klar. Aber wissen Sie, ist das die Schule, wo der Fußballspieler Haris Seferovic die Bälle bezahlt hat? Sind wir falsch? Wahrscheinlich in dem Fall. He? Sind wir falsch? Ja, was müssen wir jetzt machen? Wir mal das ist eine gute Frage. Wir haben relativ gute Informationen, dass das wirklich die Schule sein soll. Vielleicht sind aber auch wir falsch informiert. Das werden wir jetzt dann herausfinden. Also das war jetzt die falsche Schule gewesen. Zweiter Versuch. Okay, wir fahren hier ab an der anderen. So. Zweiter Versuch. Excuse me. Hi. Hi. Do you speak English? No. No English? German? Deutsch. Deutsch? Ah, super. Sehr gut. Wir sprechen alle Deutsch. Warum kannst du Deutsch? Ja, ich habe es halt gelernt in der Schule. Ah, echt? Tatsächlich? Habt ihr in der Schule Deutsch? Ja. Du sprichst super Deutsch. Ja. Wirklich? Danke. Sehr gut, ja. Danke. Weißt du, ist vielleicht irgendein Schulabwart oder ein Hausmeister irgendwie? Ich weiß nicht, also da ist ein Auto, vielleicht ist da jemand drin. Okay, ich glaube, okay. Es ist nicht geschlossen. Okay. Super. Sie könnt da reingehen und dann. Okay. Dann machen wir doch. Wie heißt du? Ensar. Ensar. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Mach's gut. Tschüss. Ja, dann gehen wir mal. Also ganz im Ernst, wenn du bei uns irgendwo auf Gladbruck oder irgendwie Spreitenbach gehst, könntest du schlechter Deutsch als er. Ja, definitiv. Die meisten in Wallis können schlechter Deutsch als er. Die meisten. Hey, no offense, aber es sieht ziemlich abgefuckt aus. He? Schon nicht so schön. Krass. Schon nicht so schön. Also, wenn ich Seferovic war, hätte ich dann alles angezahlt, aber ich kann bellen. Vor allem, hast du jetzt gesehen, die anderen Schulen, die wir waren, sind EU-finanziert, oder? Ja. Neues Gebäude. Ja, und so, sehr, und da. Ja. Das ist krass. Krass, das Fenster. Ja.
wie es hier aussieht, ist wirklich extrem. Du wirst nicht denken, dass hier noch irgendjemand in die Schule geht. Bei dieser Schule sind die Scheiben kaputt. Weißt, wenn du das siehst und siehst, wie die Schule bei uns ist, merkst du wieder mal, wie privilegiert das bist, auch wenn es dich angeschissen hat, in die Schule zu gehen. Aber das ist schon. In so einem Schulhaus würde bei uns keiner in so ein Schulhaus gehen. Es ist wirklich abgefuckt. Man kann es nicht anders sagen. Es ist sehr, sehr fest kaputt. Ja, wirklich. Sprechen Sie Deutsch? Englisch? Ja, jetzt wird es eng. Jetzt wird es für uns eng. Ja. Wie soll ich sagen? Arbeiten. Arbeiten Sie hier? Nicht? Nein. Nicht? Ah, okay. Gut. Ja, dann gehen wir mal. Da kann ich euch auch nicht helfen. Die Dame da wird euch beim Vorbereiten und bei den Übersetzungen helfen. Das ist Una, eine Journalistin aus dem Kosovo. Und das ist jetzt eine Schule für, keine Ahnung, 7-Jährige bis 12-Jährige? 8-Jährige? Also es dauert 8 Jahre. Es ist von 7. Lebensjahr bis zum 13. eigentlich, 13. 14. Also so quasi Grundstufe bei uns, oder so 6. bis 6. Klasse, oder? Ah, doch, Mahala, oder? Schau mal, ob Office. Das erste Mal, als ich keine Angst habe, in eine Schule zu gehen. Und? Das ist zum ersten Mal, als ich in eine Schule einbreche. So wollte ich immer ausbrechen. In dieser staatlichen Schule von Sanski Most gehen 250 Kinder in die Schule. Es ist relativ spät im Tag, darum sind keine Schüler mehr herum. Zum Glück ist der Schuldirektor noch nicht heimgegangen. Hallo, Manuel, hallo. Sprechen Sie von Deutsch? Sehr gut. Das kannst du sehr gut. Beim Schulrundgang wird schnell klar, dass es hier an allen Ecken und Enden fehlt. Besonders in den Garderoben und den Turnhallen. Die Umkleidekabine sieht aus wie so ein unbewohntes Haus, das seit 20 Jahren leer steht oder so. Also, ich hätte gedacht, dass es krass aussieht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so krass aussieht. Also, ich merke es auch ein bisschen, aber es ist so ein bisschen, es ist schon ein bisschen ein Schock, man muss wirklich sagen. Wir sind hier noch mitten in Europa. Das ist wirklich krass. Es ist nicht weit weg von uns daheim. Wir waren zuerst in einer Schule, die war EU-finanziert. Die hat ausgesehen wie bei uns zu Hause. Und dann fährst du 300-400 Meter und dann siehst du das. Und dann denkst du so, ist das noch das gleiche Land? Also das ist wirklich teilweise die dritte Welt, mitten in Europa. Und dann sind wir in die Turnhalle rein und dort sind wir kurz wirklich so ruhig geworden. Der Schuldirektor erklärt, dass sie schon lange probieren, die Turnhalle zu sanieren. Aber sie bekommen das Geld von der Regierung nicht gesprochen. Immer wieder werden sie vertröstet. Sie haben wirklich noch nie gesehen, die Turnhalle. Da darf kein Unterricht mehr stattfinden. Die ist gefährlich. Also, es regnet rein in die Turnhalle. Sie haben kein Licht dort drin. Die alten Lampen die gehen nicht mehr. Und sie haben jetzt so behilfsmässig Strassenlaternen an die Wand hergemacht. Und die beleuchten jetzt, wenn es dunkel wird, die Halle. Was mich extrem beeindruckt hat, ist, wenn man bei uns in der Schweiz wieder eine Turnhalle renovieren muss, weiss ich warum, oder? Kostet das Millionen, oder? Und da. Mit 10.000 hättest du schon mal das Nötigste gemacht. 10.000 Franken hätte das Nötigste gemacht, oder? Das ist ja krass, brutal. Denkst du dann so, ja, wenn ich jetzt irgendwie ein gutes halbes Jahr etwas auf die Seite tun und gut sparen und halt mal nur Pasta essen, dann könnte ich denen eine neue Turnhalle bauen? Also, wie absurd ist das, oder? Es ist so wenig für uns und so viel für sie.
Ein paar Schüler tauchen dann gleich noch auf. Ist ja nicht Alltag ein Fernsehteam im Haus. Und der Haris Seferovic, den kennen da natürlich alle. Wir sehen, dass er ganz erfolgreich in der Schweiz ist. Man merkt sehr, dass sie dankbar sind, dass der Haris Seferovic sie nicht vergessen hat, obwohl er jetzt natürlich ins Aus und Braus lebt als erfolgreicher Fußballer. Immer wieder da hinkommt, seine Ferien da macht, obwohl er es irgendwo wahrscheinlich auf der Malediven könnte machen. Und auch immer wieder eben in Form von kleinen Geschenken etwas zurückgibt. Jetzt sind ja da Böhlen sponsert. Und sie aber gleich auch wie noch ein bisschen erwartet, dass auch noch mal etwas kommt. Oder? Sie brauchen dringend das Geld und vom Staat kommen sie es nicht über. Und ich verstehe es völlig, wenn sie dann denken, hey, vielleicht kann er uns ja noch mal helfen. Klar ist es nicht seine Aufgabe. Und ich glaube, das ist eine sehr schwierige Situation für alle Beteiligten. Ich meine, er allein wird die Umgebung auch nicht retten können, oder? Nein. Ich kann nicht auf sich sitzen lassen. Jetzt machen wir noch mal einen. Seht, danke. Ole! You smile at me and my sunny love is so sincere, sunny one so true. I love you, sunny. Thank you for the sunshine bouquet. Nach einer Nacht im einzigen Hotel der Stadt hat der Büssi eine kleine Privatmission. Wo hast du ihn gesehen? Ja. Ja, ich hab schon. Ja, hast du Hunger? Ja, mal warten. Nein, ist nicht gern. Ist dir ein Knusch? Oh, nein, du bist zu herzig. Ich bin gestern Abend Hundefutter kaufen, weil ich habe so viele Hunde gesehen, die einfach auf der Straße leben. Und gestern hat einer also etwas total Verfaultem umgekauft und es hat mir so leid da. Ich dachte, komm, ich kaufe diesen Hundefutter. Vielleicht ist es zu gesund, ich weiß es nicht. Er isst es auf jeden Fall jetzt nicht. Er nimmt es dann wahrscheinlich schon, aber jetzt für den Moment. Ich lasse ihn ein bisschen da. Gell, Schätzi? Ich habe selber einen kleinen Hund zu Hause. Und wenn du siehst, wie die hier rumliegen, und, also, das ist offensichtlich jetzt auch nicht super gutes Weg. Das tut dann schon ein bisschen weh. Ja, das siehst du. Guten Morgen, hallo, Manuel, guten Tag. Ich bin Ilias. Ilias. Hallo. Ja, vielen Dank, dass wir... Ich zeige Ihnen am schönsten Dorf in Bosnien-Herzegowina. Perfekt, sehr gut. Der Ilias Memedovic ist der Bürgermeister von Rustovo, dem Ort, wo der Haris Seferovic herkommt. Also wir müssen das Haus finden und mit den Nachbarn reden, oder? Genau. Der Seferovic. Ich will, dass er sein Haus findet und mit allen ein Interview macht, das ich kennen könnte. Hallo. Das ist der erste Nachbar von Haris. Ah, okay. Nachbar, der Bäcker, der Coiffeur, der Pfarrer, der Hund, der Katz, egal. Er ist auch Seferovic. Auch Seferovic? Ja. Ah. Hallo. Manuel. Hallo. Stefan. Du wärst eigentlich eher, wo Anna jetzt ins Auto ist. Er ist der Nachbar. Ach, eben. Er ist der Nachbar. Kažu da nisi ti. Izbor za mene najbolji, al kad te dodirnem i kad ti čujem glas, dušu bih prodala zbog nas. Seferovic. Čini mi se da sam se zaljubila. Im Bosnienkrieg sind hier fast alle Häuser zerstört worden und es hat unzählige Tote gegeben. Vor all dem sieht man heute aber nichts mehr. Das ist das Haus von Haris Seferovic.
Muschelmut. Möchten Sie enter? Gehen. Ins Haus hinein? Ja, ich mach Schluss. Ins Haus auch. Nein, also ins Haus. Darf man das? Ins ja, Haus würde ich nicht. Nein. Ach, wir möchten können sehen alles hier. Hause okay. Und auch in Hause. Ah, ich glaube, das ist schon okay. Wenn nein, das ist okay. Das Haus rein. Das findet er dann wahrscheinlich nicht mehr so cool, wenn er es sieht. Hat hier jeder den Schlüssel vom Haus, vom Nachbar? Jeder kann überall hinein? Er hat Schlüssel von okay. Haus. Für alles in Ordnung. Genau. Er ist okay. Persona. Willst du jetzt nicht rein? Nein, ich kann ehrlich gesagt nicht. Also mein Anstand verwehrt mir den Zutritt, weil er ist nicht da, er ist auch nicht wirklich verwandt mit ihm. Ich weiß nicht, woher er den Schlüssel hat, aber also ich gehe nicht in ein Haus, wo ich nicht eine Einladung von der Familie habe. Das mache ich einfach nicht. Das hat auch etwas mit Respekt zu tun vor der Person. Wenn wir ehrlich sind, nimmt es uns natürlich schon Wunder. Ich würde natürlich wahnsinnig gerne sehen, wie es aussieht, aber das machen wir einfach nicht. Ja. Ich stelle mir vor, wenn das der Harris im Fernsehen sieht und dann sieht, so, was? Wer läuft durch mein Zimmer? Wer läuft da durch unsere Stube? Das Fernsehteam ist bei uns daheim. Wir wissen gerne nichts davon. Das würde ich genauso wenig cool finden, wie es wahrscheinlich er cool findet. Der Haris Seferovic kommt jedes Jahr für ein paar Wochen hierher in die Heimat seiner Eltern. Und er unterstützt wirklich viele Personen hier. Er bezahlt viel hier für viele Personen. Ja. Das ganze Dorf. Ja. Nein, nicht in Chrusto, auch in Sanski, Moos, verschiedene Dörfer. Ganze Region. Die ganze Region. Oh, es gibt schon zu trinken. Oh, wow. Oh, sehr nett. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Wohin gehen wir? Eine Überraschung. Okay. Eine Überraschung. Entschuldigen Sie, eine Überraschung. Gut. Okay. Ich bin mal gespannt, was jetzt die Überraschung ist. Ich bin gespannt, was das für eine Überraschung ist. Jetzt kommt der Harris so aus dem Kuchen raus. Ja. Kirschen. Weißt du, wen ich das nehmen darf und wen ich nicht? Bissi, nimm die ganz, ganz grünen. Die ganz grünen, die ganz grünen sind die besten. Nehmen? Ja, gerne. Hier, so. Ja, unglaublich kostfreundlich. Krass. Keine Ahnung, wer die Menschen sind, aber du kommst grad, wirst mal mit Wasser eindecken. Also, komm, können wir auf Käse essen. Es ist einfach gerade alles anders. Es ist wirklich mega gastfreundlich. Und was ja lustig ist, das Dorf ist wie aufteilt in so 5 kleine Dörfli quasi, oder? Und das Dorf, wo der Seferovic herkommt, heisst Seferovici. Und alle hier in der Nachbarschaft heißen Seferovic. Und das ist nicht unbedingt Familie. Es kann sein, ein grosser Teil davon, aber es sind nicht alles Familienmitglieder. Sie heißen einfach alle Seferovic. Die heißen alle hier so. Sein Nachbar heißt so zum Beispiel. Wir gehen nicht, bevor der Baum leer ist. Ich sag's euch. Die nachfolgenden Programme verzögern sich um etwa 45 Stunden. Und Mann, heide Scheisser. Und jetzt haben wir eben noch erfahren, dass der Harris da, die ganze Region immer wieder extrem unterstützt. Also, er hat zum Beispiel schon Geld gezahlt, wenn jemand krank ist und sich Medikamente und das Spital nicht können leisten konnte. Er hat einen Sportplatz hier im Zentrum des Dorfes. Er hat nicht gesagt, wie viel er gezahlt hat, aber einen grossen Teil davon hat er gezahlt. Am Spielplatz kommt noch her und der Parkplatz wird noch gemacht. Ja, da entsteht etwas. Ist gut. Sehr gut. Ja, super. Geht es ins bosnische Hinterland, auf Glamosch. Von da kommt die Tradition, die man auf dem ganzen Balkan kennt.
Glamosch ist einer von vielen Orten in Bosnien, wo hart getroffen worden ist vom Krieg. Voran haben hier 13'000 Menschen gelebt. Heute sind es noch etwas über 3'000. Viel von der Infrastruktur ist kaputt. Verkehrstechnisch ist Glamosch schlecht erschlossen und bietet nicht mehr viel für die Bevölkerung. Ein Hotel hat es zum Glück noch. Oh, super. Ist das so? Oh Gott. Ja, dort ist eine Tür auf. Komm, wir gehen dort. Jetzt kommen wir wahrscheinlich durch die Küche, aber ist ja gleich. Ruf zuerst mal Hallo rein, einfach. Nein, einfach gehen. Es hat einen Fernsehsaal auf jeden Fall. Machst du schnell den Concierge? Schau mal. Ha! Ein Schweizer Humpen. Interlaken, Jungfrau Joch. Ja. Grüezi. Hallo. Möchten Sie einchecken? Ja. Sie dürfen aussuchen. Nehmt Suite. Gut. Danke. 110. Sehr gut. Danke. Kann jemand das Gepäck auf das Zimmer bringen, bitte? Selber tragen. Wir haben uns jetzt selber eingecheckt. Ich nehme nicht an, dass es hier einen Lift hat. Gut. Sobe. Super Hotel ausgesucht, Manu. Merci. Bitte. Dobro, dobro. Haben wir die Schlüssel? Ja. Dürfen wir die Schlüssel? Okay? Okay, gut. Okay, gut. Danke schön. Ciao, ciao. Das Team ist hier schon an einem Maiko. Was genau machen wir jetzt hier oben? Du tanzest. Wie meinst du, ich tanze? Du heiratest ja bald. Ja, und jetzt? Das ist eben ein traditioneller Hochzeitstanz von Bosnien. Und den hörst du jetzt. Ist das dein Ernst? Der Glamoscher Hochzeitstanz ist ohne Musik. Nur mit Holzschuhen stampft man einen Rhythmus. Scheinbar findet man so heraus, ob der potenzielle Ehepartner auch genug Ausdauer hat. Das ist ein bisschen wie Goalschiessen. Hey, das ist kein anstrengend. Also, so als Hochzeitstanz hört sich, ob sich das eignet. Also für die Hochzeitstanz müssen wir dann noch ein bisschen üben. Aber er hat es nicht schlecht gemacht. Ich weiß so, dass er für einen Bewegungstrottel ist. Und darum hat er es recht gut gemacht für das. Es macht im Fall noch Spass. Es ist ein bisschen Koordination. Das ist so links zweimal hart und nachher einmal überwischen. Also ich glaube, wir haben es noch zweimal mehr oder weniger draussen gehabt. Hey, jetzt haben wir es. Das ist wie so ein Koordinationstraining im Schutter. So Traditionen gefallen mir eh. Der Manu hat gefunden, ich sehe aus einem osmanischen Appenzeller. Das hat ein bisschen etwas, aber ist mega schön. Mismo predstavim se kulturoničkog društva. Hast du verstanden, was er sagt? Nein. Zum Glück ist auch die Übersetzung auf den Hügel gestiegen. Hat er eine spezielle Bedeutung, also hat er eine Geschichte, dieser Tanz? Pa, kolo je prema nekim podacima nastalo prije oko 150 godina. U ovome sad, otprilike obliku kako se igra. Es ist hier entstanden, hier zum ersten Mal also gespielt. Die das spielen, ist ganz schwer, anstrengend. Und die spielen es absichtlich so, dass sie zeigen können, dass sie das sehr lange tun können. Oder so, dass man zeigen kann, wie lange man das überhaupt spielen kann. Wie würden Sie jetzt unsere Tanzfähigkeit einschätzen? Kako biste vi opisali njihove sposobnosti da taj ples izvedu? Ovo kolo je dobar. Dobar. Es sagt, dass du gut warst. On je naučio, a... Ja,
er gesagt, dies ist die Schlanoschnie. Er sagt, dass du das ganz gut gemacht hast, aber Stefan ist es also so, dass er es genug ist, dass er so aussieht, als ob er das ob er Teil der Truppe ist. Also ich habe nicht gewusst, dass im Manu einen halben Balkanese steckt. Du hast ja da mittanzt schon nach zwei Schritten. Das ist ja vom Schönsten gewesen. Ja, das ist mein südländischer Gen. Ich bin Südostschweizer. Der Tanz hat die beiden in eine Gegend geführt, wo der Krieg noch immer spürbar ist. Sehr eindrücklicher Ort, Glamosch. Wir haben in Gesprächen dann noch erfahren, dass es mal 13'000 Einwohner waren. Jetzt sind es noch 3'000. Viele davon im Krieg ausgelöscht. So Sachen sagen sie einfach irgendwie in einem Nebensatz, weil es irgendwie halt total normal ist in dieser Region. Und ja, sie finden kein Kind mehr, wo tanzen wollen, weil sobald die einigermaßen können, gehen sie weg und so. Also schon krass, ja? Ja, die hier aufgewachsen sind, hier leben oder wo da aufwachsen, die sehen da nicht gross die Zukunft, vor allem die Jungen, oder? Und dann ist ähnlich wie in der Schweiz, oder? Dass, die gehen dann in die Städte, wenn dort irgendwie arbeiten, dort eine Zukunft haben und so Orte wie der hier, die haben dann wirklich Probleme. Die werden immer weniger Leute. Und man merkt, dass sie sind wahnsinnig stolz auf ihr Glamosch. Sie haben gerade gesagt, wir waren mal Weltkulturerbe von der UNESCO und so. Also, die sind sehr, sehr stolz. Obwohl man sieht, viele haben es nicht, aber es ist eine unglaublich schöne Region. Wir haben es auf dem Weg da nicht gedacht, also wirklich schön. Und so geht es weiter. Morgen besuchen wir den Papi von Josip Dürmitsch, oder? Genau, wir haben ein Treffen mit dem Vater von Josip Dürmitsch. Und es wird genial, oder? Also das ist wie im besten Fall... Du willst einen Kaffee trinken mit dem Papi, gell? Ja, und irgendwie Tickets für die WM abstauben. Das mit den Tickets hat dann aber nicht ganz so geklappt. Ja, anders nicht. Die ganze Geschichte nächste Woche bei Mission Impossible.